Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Endlich mal nach etwa 3 Monaten habe ich mich dazu entschlossen, mal wieder ein neues Video zu machen. Und heute spielen wir Slime Ranger. Das ist schon ein etwas älteres Spiel. Wartet, ich mache hier erstmal neues Spiel. Dann das letzte Play. Ganz easy. Dann was will ich mir hier für ein Dings aus. Slime Ranger ist halt so eine Art Farming Simulator Dingenskirchens, wo du Slimes aufsaugst, die sammelst und so weiter und so fort. Dazu muss ich sagen, ich habe das Spiel schon seit einer längeren Zeit, also ich habe das schon für einige Stunden gespielt, kann man so sagen. Nehmen wir hier den. Ja, Abenteuermodus. Okay. Ja, wie schon gesagt, ich habe das für einige Zeit schon gespielt. Aber jetzt wollte ich es halt let's playen, weil in letzter Zeit habe ich das wieder vernachlässigt. Allgemein. Und um das gleich so zu sagen, ich bin auch kein wirklicher Fan mehr so von Minecraft. Also es werden jetzt noch in Zukunft Minecraft-Videos kommen, natürlich, aber wesentlich weniger als vorher. Und hey, hier sind wir schon. Okay. WASD. Steuern. Es ist trotzdem, ich habe das Spiel seit ein paar Monaten schon nicht mehr gespielt, deswegen ist es ein bisschen seltsam. Rechte Taste war zum Aufsaugen, ne? Ne, ja, das sind halt die Slimes. Wenn man die füttert, werfen die Plots von sich. Das da ist ein Plot. Und die Dinger kann man halt verkaufen. So. Okay. Und schon habe ich 7 Münzen bekommen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Währung hier heißt. Oh, ein Huhn. Oder ein Huhn. Je nachdem, wie das heißt. Oh, guck mal, ein Küken. Auf jeden Fall. Ja. Geht halt darum, hier Slimes zu sammeln und seine Farm zu bauen. Alter, ist der. Alles voll. Mausrad zum Drehen. Linke Maus das zum Schießen. Ich will jetzt aber eigentlich nichts wegschießen. Obwohl, hier doch. Du kannst da rein. Oh. So, das wäre erfolgreich gewesen. Man muss immer aufpassen, nicht dass zu viele Slimes im Ding sind. Weil die können da bisher noch leicht rausspringen. Das andere erkläre ich nach der Zeit. Was ich jetzt sagen wollte, es werden jetzt wieder, hoffentlich diesmal aber auch wirklich, mehr Videos kommen. Das habe ich ja schon vor einer Weile. Ich bin voll, ich kann nicht mehr aufsaugen. Das habe ich ja bereits vor einer Weile schon angekündigt, dass ich eigentlich jetzt wieder anfangen möchte, wirklich Videos zu machen, aber das wurde dann doch irgendwie nichts. Ich schieb das einfach auf meine Prüfung, die ich gerade habe. Ja. Aber jetzt sind wir ja wieder hier. Jetzt kommen wieder Let's Plays. Auch von unterschiedlichen Spielen. Jetzt weniger Minecraft, sondern andere Stuff eher. Wie viel sind denn jetzt hier schon drin? 2, 4, 6, 8, 9. Habe ich richtig gezählt? 2, 4, 6, 8, 9. Ja, 10. Oh. Der letzte bounced natürlich raus. Komm her, du Fratz. Du gehst da rein. Dann gebe ich euch hier noch Karotten, die gibt es eigentlich sehr häufig. Ah, Starmail von Cassie. Übrigens, die Mails, die man hier in dem Spiel bekommt, sind eher wie Spam, also die wirken wie Spam. Weil du kriegst am Tag, keine Ahnung, 3 oder 4 Stück davon. Und ein Tag ist um nach, ich glaube, 10 Minuten, 10 oder 20 Minuten.
dann ist ein Tag um. Du kannst natürlich auch den Tag verschlafen, indem du einfach in deine Hütte gehst und dich schlafen legst hier. Nö. Oh, guck mal, ein Küken. Ja, später kann man sich auch Upgrades hier für den Sauger kaufen, aber bisher ist das noch... Oh, guck mal da drüben. Was warst denn du nochmal? Ein Gordo. Fütter dich erstmal. Weil das Ding droppt dir später Schlüssel und so ein Zeug, um in weitere Gebiete zu kommen. Oh, guck mal, Pogo-Früche. Da steht auch immer, was ihre Lieblingsnahrung ist und so. Bei der Lieblingsnahrung droppen die doppelt so viele Plots, wenn sie die Lieblingsnahrung essen können. Und so. Was ist denn das eigentlich? Ach so, damit erkennt man Gebiete, okay. Oh, was bist denn du? Ein Feldslime. Komm her. So, ihr Hühnchen. Euch hole ich mir nachher. Ach ja, die bouncen manchmal auch einfach in dein Gesicht oder rollen über dich. Deswegen hast du eine Lebensleiste. Moment, ich kann doch auch irgendwie hier sprinten, nicht? Ja, mit der Shift-Taste. Klassisch. So. Sprint ist aufgebraucht. Ich verkaufe jetzt erstmal die Plots und lege ein neues Gehege oder so an. Für die Feldslimes, die ich da habe. So. Habe ich eigentlich genug Geld für ein neues Dingenskirchens? Naja, da rollt doch schon wieder ein Küken durch die Gegend. Hier ist noch ein Küken. Warum sind hier so viele Küken? Ich überlege mir gerade, ist das hier eigentlich logisch, die Slimes hin zu platzieren? Oder wäre es hier eher logisch, was anderes hin zu platzieren? Die Frage ist, kommen wir hier hinter? Nein, noch nicht. Wie viel kostet dieses Gebiet denn? Grotte 1795. Das können wir uns noch nicht ansatzweise leisten. Ups. Können wir hier Gehege 250 jo, kaufen. Das Problem ist, wenn der Slime darüber springt, bedeutet also, wenn die da drüben von dem den Plot fressen oder andersrum, dann kombinieren die sich. Dann werden sie zu... Moment. Hier hinten ist vielleicht eins von diesen Dingern. Na, Pink Slimes. Überall sind diese Pink Slimes. Ist auch immer niedlich. Die ploppen einfach aus der Erde raus. Hier die Dinger. Das sind Lagos. Die kann man nicht einsaugen. Aber sie sehen niedlich aus. Das ist... das Resultat. Man kann die nicht einsaugen, aber die sehen niedlich aus. Noch ein Küken. Ich sauge euch alle weg. Jetzt ist hier die Gefahr, hier sind ein paar Meat-Slimes. Kiste. Oh, guck mal, ein Küken. Ein Huhn mal nicht. War hier nicht noch ein Meat-Slime? Da ist ein Meat-Slime. Jetzt ist das Problem, wenn hier ein Mietsplot irgendwo rumliegt und ein Lago frisst den, dann wird er zu einem Teer und der saugt dann alle anderen Slimes ein und greift mich dann auch an. Das ist der Mist. Deswegen muss man immer aufpassen, wenn irgendwo... Okay. Wenn irgendwo drei Slime-Arten auf einmal sich befinden. Okay.
Das sind auch Nachrichten, die überall sind, die muss man nicht unbedingt beachten. So. Steinhuhn. Okay. Jetzt ist halt die Sache, ich habe keine Kohle und ich habe keinen Platz. Bedeutet, ich muss irgendwas kurzzeitig irgendwo hinwerfen. Das Schöne in dem Spiel ist, das Zeug, die spawnt nicht. Also zumindest nicht so schnell. Deswegen kann ich das erstmal irgendwo hinwerfen. Das kann da erstmal eine Runde in der Ecke rumgammeln. Ich es mir dann wiederhole. Ja, was ich vorhin sagen wollte, wegen Videos. Ich werde jetzt öfters Videos bringen, von anderen Spielen vor allem. Nicht mehr so Minecraft, weil ich gerade nicht so wirklich Lust habe auf Minecraft. Ich habe vor, wenn alles glatt läuft, habe ich vor, demnächst ein Let's Play mit Gia und Dee zu starten. Und zwar spielen wir da Raft. Ja, vielleicht könnt ihr euch noch dran erinnern. Ich habe ja mal mit Oho. Ich habe ja mal mit Oho Raft gespielt. Beziehungsweise versucht. Allerdings hat der Scheiß so geleckt, dass wir da aufhören mussten. Das war, weil Raft damals in der Alpha-Version war. Nun gibt's das Spiel offiziell auf Steam im Early Access-Modus. Jetzt ist das Problem, ich habe zu wenig Geld, um das zu kaufen. Also nicht zu wenig Geld, aber ich habe gerade keine Steam-Card. Also nichts, um Geld auf mein Steam-Konto zu laden und so. Warum wird's hier gerade dunkel? Kann sein, dass schon seit einer Weile dunkel ist. Ab ins Haus. Oh, guck, siehst du zwei Starmates. Die interessieren mich aber nicht. Obwohl, hier, das könnte interessant sein. Ah, okay. Bis zum Morgen schlafen. Das Geile ist, das kann man hier auch. Ach ja, und man muss drauf aufpassen. Wenn man zu lang wartet, passiert das hier. Die Slimes haben Hunger. Und die springen dann immer mehr und mehr rum, weil sie halt Hunger haben, ne? Oh, shit. Und man muss immer schauen, was die Viecher fressen. Ja, bei deinen passiert genau das hier. Ihr seid zwar niedlich und so, aber ihr könnt nicht einfach da rausspringen. Keine Sorge, ich besorge schon was zu essen. Was habe ich gerade gedrückt? Dup. Hier ein Haufen Karotten. Es ist wirklich nervig, wenn man nur 4 Inventar-Slots zur Verfügung hat. Aber leider upgraden sich die Inventar-Slots auch nicht bis zum Ende des Games. Also nicht nach meiner Erkenntnis zumindest. Ja. Also nach meiner Erkenntnis her upgraden sich die Inventar-Slots nicht. Es bleiben 4, aber man kann mehr einlagern. So. Hokofrucht gesteelt. Was ist hier drin? Oh. Das Ding brauche ich. Was ist das? Eine Quaderbeere. Ups. Okay. Legen wir mal wieder einen Gang zu. Ich weiß, ihr habt Hunger. Ich droppe euch hier ein paar Hühner. Und da ich hier ja Küken habe, könnt ihr alle Hühner fressen. Ups. Bleib mal hier, du Kleiner. Oh shoot, die haben schon alles aufgegessen. Oh. Ich habe nicht genug, um eine Slime zu ernähren. War wohl doch nicht so eine geile Idee, ein zweites Gehege sofort zu erstellen.
So, ich glaube als nächstes erstelle ich erstmal ein Beet oder so ein Shit. Eichendiebquarz, kann ich mir jetzt wieder was Neues kaufen. Man muss auch immer auf den Kurs hier achten. Der Plotkurs. So viel bringt mir das momentan. Die Pinken sind halt die, die man am ehesten findet, deswegen sind die auch am wenigsten wert. So. Im Garten ist es nicht. Ah, shit. Mir fehlt immer noch ein bisschen an Kohle. Egal, ich sammle hier draußen einfach ein paar Plots. Die Dinger hier legen nämlich auch eine Menge an Plots sogar. Umso weiter man in dem Spiel vorankommt, umso wertvoller werden halt auch die Plots und so. So, so, so. Hier drüben liegt noch einer. Und eine vergammelte Pogofrucht. Ja, die zerfallen immer zu Staub. So. Es müsste aber genug pinke Plots sein. Ich vergessen hier das Steinhuhn wieder aufzusammeln, das ist sehr wichtig. Nach meiner Erkenntnis mag das irgendein Slime auch. Sehr gerne. Bleib hier. So. Garten. Hier kaufen. Quaderbeere anbauen. Da wächst ein Quaderbeerbaum. Und an dem wachsen recht schnell Quaderbeeren. Oh. Ja, naja. Ich glaube, ich kann euch doch nicht alle halten. Ihr seid zu viel. Am effektivsten ist es, halt die Slimes zu Lagos zu machen. Dann sind sie zwar nicht mehr so klein und niedlich, aber sie bringen dann mehr Profit. Außerdem ist es dann ratsamer, nicht mehr als 4 von denen einzulagern. Bedeutet, ihr 6 fliegt mal wieder da hinten hin. Man muss auch immer aufpassen, dass man die Slimes nicht ins Wasser wirft. Warum, fragt ihr euch? Weil das Wasser hier tödlich ist. Und das kann man so sagen, wie es rüberkommt. Das Wasser ist tödlich. Wenn ich da runterfallen würde, ich würde instant sterben und meinen ganzen Stuff verlieren. Ja. Okay. Gehen wir mal wieder auf Plot-Sammlung. Weil wir brauchen eindeutig mehr Plots. Um noch mehr Gehege zu bauen. Ich schau mal nach wertvollen Plots. Hier müsste es theoretisch auch runtergehen. Ja. Und hier liegen sehr viele pinke Plots. Obwohl es wäre besser, andere Plots einzusammeln, die mehr Wert haben. Aber, naja. Nochmal Küken. Warum sind hier so viele verdammte Küken? Ja, frisst das Dings. Ey, ich habe eine neue Message. So, wo geht's hier lang? Waren wir hier schon? Wo geht's denn hier rüber lang? Ach, hier sind wir wieder oben. Bedeutet also, hier hinten waren wir theoretisch noch nicht. Oh mein Gott, da kommt mir gleich ein Meat-Slime entgegen. Ich bin voll. Können wir irgendwas vorzeitig droppen? Das Interessante ist ja, wenn man sich dazu entscheidet, ein Lago zu machen, dann braucht man nicht mal irgendwie den passenden Slime dazu. Beziehungsweise die Slimes, die man dann kreuzt, deren Lieblingsessen kombiniert sich, also du hast eine doppelt so hohe Chance, dass
die Dinger halt zwei Plots droppen anstatt ein. Beziehungsweise, dass die den Stuff überhaupt essen. Du kannst einem Fleischfresser nicht irgendeine Pflanze reinwerfen ins Gehege. Er wird das nicht fressen. Oh, guck mal, eine Nachricht. Mhm. Was willst du denn? Für 2 Pogo-Früchte, 5 Hühner und ein Felsplot? Ist das richtig? Du gibst mir dafür 5 Steinhühner? Go, go. Dome. Zieh. Zieh, Dome. Los, du bist... No. Du hast schon keinen Sprint mehr. Bringt das was, wenn ich wieder hier runterjumpe? Nee, bringt nichts. Ich gehe mal hier rüber. Ich brauche... Fels. Dingenskirchens. Euch brauche ich hier. Ihr nice Fels-Dudes. Könnt ihr mir irgendein Stuff droppen? Ach stimmt, ich brauche ja 5 von diesen Dinger. Ich brauche 5 für Hühner. Warum droppt ein... Ui, da ist ja noch eins. Okay. Die Frage ist, was sammle ich zuerst? Ich glaube, die 5 Hühner wären am logischsten. Weil ich habe ja halt schon 2 davon. Ne. Die Küken brauchen leider zu lang, um halt heranzuwachsen. Das kann man in Gehege wesentlich schneller machen. Aber ich habe ja kein Geld, um ein Gehege zu bauen, ne? Ja, und ich muss meinen Sprint upgraden. Aber ich habe noch nicht die Möglichkeit, das zu upgraden. Außerdem kann ich mir dafür später ein Jetpack kaufen. So, ich habe 20 Minuten Zeit dafür. Ich glaube, ich speede das hier mal ab, bis wir das geschafft haben, und dann sehen wir uns wieder. Bis dann. Oh mein Gott. Das Meats Empire, Alter. Ich hab sie! Finally! Ich hab sie! Schnell zurück! Laufe ich hier gerade richtig? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wo laufe ich denn hier gerade hin? Ja, ich bin richtig. Ist nur noch so dunkel hier. Muss beleuchtet werden mal. Beinahe habe ich einen Fehler gemacht. So, so und so. Stuff? G-
Geld und Herzrüben. Okay. Und Steinhühner natürlich. Ah! Wie bist denn du, kleiner Racker, ausgebrochen? Oh. Ah! Nein. Fuck! Toll. Das ist ein... No. Scheiß Steinlago. Hier, ab in die Fluten. Rip. Einfach rip. Da. Wo kommt ihr denn alle her? Ich bin voll verdammte Scheiße. Nee. Sorry, aber... Wip. Message an mich. Ein Silo bauen. Aber wo soll ich das hinbauen? Die Frage. Ich glaube, hier oben wäre nicht schlecht. Fürs Erste. 750. Jo, das kaufen wir mal. Ah, stimmt, hat nur einen Slot. Okay, Slimes kann man schon mal nicht einlagern. Aber die Steinhühner. So, ihr drei Bones drum. Oh, jetzt habe ich mein Dings-Slime verloren. So. I need more money. 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 Wäre es nicht effektiv, die zu kombinieren mit meinen Meat Slimes? Für was brauche ich eigentlich so viele Meat Slimes? So. Droppen wir ein paar von euch hier hin. In die Party. Und natürlich haben wir dadurch gleich wieder pinke Meats Lagos. Welche eigentlich ziemlich niedlich aussehen. Einige Kombinationen von den Slimes sehen... Okay, was auch immer das gerade war. Einige Kombinationen von den Slimes sehen wirklich extrem niedlich aus, deswegen. Sprinterstiefel. Kann ich mir jetzt Upgrades kaufen? Oder wie? Okay. Da? Hier? Da? Okay. Wassertank. Jetpack. Sprinterstiefel und so weiter und so fort. Hier kann man mehr Sachen einlagern. Ja. Aber ich würde erstmal sagen, gehen wir hier rein. Speichern ab. Hier kann man gar nicht abspeichern. Okay. Dann halt bis morgen schlafen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder zu einer vielleicht weiteren Folge von Slime Rancher. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht einen Daumen hoch zu geben. Und ja, links oder rechts kommt ihr jetzt zum letzten Video. Oder halt zur Playlist. Da ist zwar jetzt nur dieses eine Video drin, aber kommen später sicherlich noch welche dazu. Okay. Dann sage ich Tschüss und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann.